Jetzt brauche ich so ein Regenerationseis-Ding. Ist hier wohl eins? Ah! Wenn das ist jetzt ins. Jo, hallo, servus und habe derde Freunde des leckeren Regens. Irgendwie ist dieser Name komisch. Mir gefällt er nicht. Im Englischen klang der ganz gut. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie er wörtlich übersetzt heißt im Englischen, aber. Leckerregen klingt irgendwie komisch. Auf jeden Fall der neue Modus im Portal, im mysteriösen Portal. Da kommen ja demnächst einige auf uns zu. Gibt es ja schon den Plan, den offiziellen. Wirklich interessanten Spielmodi. Irgendwas mit Käse habe ich gelesen. Irgendwas mit so ähnlich wie das hier, aber mit Käse. Dann, Taco Bennett, aber in einer anderen Art und Weise, sodass es. Da, ich will. In einer anderen Weise, sodass man. Es nur einen Taco gibt, den man sich von der Mitte holen muss. Fand ich auch sehr interessant. Das kommt, glaube ich, sogar schon nächste Woche. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, weiter weiß ich jetzt gerade nicht. Den ganzen Plan gibt es bei mir auf Instagram oder natürlich auf Amino zu sehen. Jetzt gehen wir mal hier auf die Eiswaffeljagd. Tempo rauf. Sehr gut. Gefällt mir gut. Und gehen Richtung A, weil A verlieren wir hart. Nein, A gewinnen wir gerade. Sehr gut. So. Aber irgendwie. Ich habe den. Es ist, glaube ich, meine dritte Runde, wo ich diesen Modus spiele. Und irgendwie. Wo ich das erste Mal gelesen habe und die Bilder gesehen habe, fand ich es irgendwie spannender. Das heißt, der Eisregen, aber irgendwie sieht man da nie irgendwie das runterfallen. Man sieht einfach nur plötzlich diese Eisstanitzel. Also das Wort kenne ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber Stanitzel ist österreichisch für Waffel. Oder halt bei uns heißt es Eisstanitzel. Bei euch heißt das wahrscheinlich, in Deutschland heißt es Eiswaffeln. Egal. Man sieht halt einfach diese Eiswaffeln, Eisstanitzel auf dem Boden und das war's. Viele sind es nicht. Ich glaube, wenn ist auch richtig so. Ich glaube, wenn es zu viele wären, dann wäre das Spiel ein bisschen zu krank. Wobei, andererseits, wenn dann alle ganz viele Vorteile hätten, hätte ich viel merken von den Vorteilen nicht, muss ich ehrlich sagen. Man hat sie zwar relativ lange, aber dafür, ja, ich weiß nicht, ich finde jetzt wieder mal wieder keine. Ah, hier. Das hole ich mir. Das ist bestimmt irgendwie Regeneration drauf oder so, dass man nie braucht. Ja, das ist eigentlich ja. Das ist zwar ganz geil, wenn man wirklich wenig Leben hat oder in einem Kampf ist. Ah, jetzt habe ich das erste Mal, dass ich so ein Ding gesehen habe. Und jetzt mache ich auch richtig gut Schaden hier. Ja, sehr schön. Mit dem Eisingenieur. AC Perry. Oh, da kommt schon der nächste Kollege. Ich habe immer noch mehr Schaden. Das gefällt mir ganz gut. Kann ich jetzt auch gebrauchen bei dem. Ich glaube aber jetzt ist schon wieder weg. Ja, jetzt ist weg. Sonst ist es halt normales Subabination. Jetzt wird es wieder ein bisschen dauern, bis da die nächsten Eiswaffeln runterfliegen. Schade. Ah, hier. Jetzt habe ich es wieder gesehen. Ah, wieder Schaden. Sehr gut. Jetzt mag mich das Spiel. Ja, du bist jetzt tot hier. Der nächste Kollege. Ja, der ist tot. Die kommen jetzt alle von hier drüben. Wo ist denn diese... Zitron. Na, lass mich doch durch, du Kollege! Ein Leben, Mann. Jetzt bin ich tot. Ja, von links habe ich es gesehen. Nein, von rechts. Den habe ich nicht gesehen. Ja, ist ein ganz okayer Modus, aber jetzt nicht irgendwie sowas krass Innovatives. Ich hab's mir exakt ein bisschen besser vorgestellt. Bisschen spektakulärer. Ich glaube, hinter mir ist auch noch eine Pflanze. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, das sind zwei. Kommst du da durch? Wahrscheinlich nicht. Jetzt bräuchte ich so ein Regenerationseis-Ding. Ist hier wohl eins? Ah! Wenn das jetzt ins. Oh, Tempo! Aber hier habe ich auch irgendwo eins gesehen. Oh, das müsste zumindest noch irgendwo eins sein. Nein. Leider nicht. Ah, doch! Hier habe ich jetzt. Man hört das ja sogar. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Erst bei der dritten Runde habe ich das so speziell gemerkt. Na gut, Leben ist wieder relativ voll und ich gehe jetzt Richtung C rein. Das sind nämlich die meisten und ich habe noch immer mehr Schaden. Mal schauen, ob das jetzt auch funktioniert, wenn ich im Ding bin, in der Geschütz. Ich glaube nicht. Ich glaube, das macht immer 14 Schaden, oder? Ja, ein paar Kills. War mir eigentlich schon bewusst, dass ich da jetzt gleich sterbe, aber ich habe gehofft, dass ich 2-3 Kills mache. Wir führen knapp.
Aber wenn wir jetzt A verlieren und C, C nehmen wir ein, das heißt, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei A sein. Wobei der Kollege hier. Komm schon. Hier ist irgendwo eine Erbsenkanone. Na, ja, gut, ich bin mitten im Spawn drin. Weg hier. Ja, tot. Keine Chance. Ja, mit dem neuen Update gibt es ja auch neue wöchentliche Community-Herausforderungen, die praktisch nichts anderes sind als wir die monatlichen Community-Herausforderungen, nur jetzt wöchentlich. Die Herausforderung dieses Mal, wisst ihr hoffentlich schon, 150 Kills machen mit Eis-Charakteren. Deswegen spielen ja halt auch so viele, ich auch, Eis-Varianten. Dann bekommt man bis zu einem legendären Gegenstand. Drei Stufen, so wie immer. Also ist irgendwie nicht so besonders, das Update. Aber ein bisschen was Neues halt. Was machst du? Du hättest mich einfach von hinten essen können. Stattdessen stirbst du jetzt. Oder ich sterbe. Nein. Wo muss ich jetzt hin? Er kommt sicher gleich von hinten. Speed-Schnapper ist hier. Ich habe nur mehr drei Schuss. Das ist ein spannendes Spiel. Ich muss zu C, oder? Irgendwohin muss ich jetzt. Leckt der Typ so oder ich? Ach komm. Ja. Eingefroren, eingeschleimt. Da ist er. Aber wir gehen zu A. Irgendwohin muss ich jetzt gehen. Aber ich sterbe wahrscheinlich. Ich gehe zu A. Das sieht mir am sichersten aus, wo wir jetzt B verlieren. Ja, weg hier, Mann. Verliere ich lieber B. Na gut, er kommt mir einfach nach, obwohl er hier wahrscheinlich im Nachteil ist. So, ist irgendwo ein Heiler? Es gibt leider keinen Eiswissenschaftler. Leider. Was hätte ich jetzt diesen hier machen können? Was macht der Kollege? Keiner da, aber ich beschütze es. Komm schon. Ein bisschen. Ja, sehr gut. Wow, hätte ich nicht damit gerechnet. Oh, ah, na Eis, die habe ich bis jetzt völlig vergessen. Ach Mensch. Ja gut, ich bekomme besser das Eis. Oder? Nein. Das ist kein Regen, das ist Tröpfeln, Mann. Das ist nicht mal Tröpfeln. Na komm! Irgendwie gefühlt machen die Charaktere so wenig Schaden. Vorhin noch mit der Rosie nichts geschissen bekommen. Ja, gute Platz gewinnen dieses Mal. Leider, leider. Schade. Schade, schade. War aber für mich persönlich jetzt nicht so ein schlechtes Spiel, glaube ich zumindest. Und das war der neue Modus. Nächste Woche gibt es dann den... Ist das schon nächste Woche? Ich weiß es nicht. Ich habe den Plan gar nicht im Kopf, Mann. Was bin ich für ein Plants & Zombies Fan? Ich habe ihn leider nicht im Kopf. Irgendwann demnächst kommt dann Taco Bandits mit nur einem Taco. Das klingt wirklich interessant. Gut. Ja, 22.4 ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, es hat gefallen mit dieser Runde. Plants & Zombies Garden of War 2 mit dem Eisingenieur im neuen Modus. Bis zum nächsten Video und ciao. Servus, Baba.